So. Kann ich der jetzt auf den Kopf fallen? Ich sollte sie lieber nicht aus den Augen lassen. Und außerdem bin ich nicht der Typ, der eine Frau allein im Regen sitzen lässt. Ich glaube, ich gehe mal näher ran. Na, da kommt der Regenschirm ja ganz praktisch. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Der Kran hat sich von selbst bewegt. Die Eisenkugel ist von selbst gefallen. Es hat von selbst angefangen zu regnen. Ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so die große Überraschung. Und nun ist es auch noch ein Schirm von mir. Ach du meine Güte. Ich habe doch nicht etwa psychokinetische Kräfte? Man weiß es nicht. Guck mal, hast du einen schönen Regenschirm. Müssen wir nur noch herausfinden, wer sie ist. Aber mal im Ernst, was zur Hölle ist da gerade passiert? Ihr raubt uns aus. Was ist das? Eine Notiz? Ich will diese Notiz sehen. Ich frage mich, was da geschrieben steht. Hoffentlich ist es nicht nur ein Einkaufszettel oder so. Ja, das würde mir nicht weiterhelfen. Ob ich reinschauen sollte? Natürlich. Frage, wie komme ich da? Achso, wir sind schon in ihr drin. Wir sind in ihr drin. Ja, toller Witz. Habe ich das geschrieben? Vielleicht sollte ich es lesen. Also, du erinnerst dich nicht daran, es geschrieben zu haben? Nein, ich erinnere mich nicht. Aber was noch viel wichtiger ist... Jetzt wissen wir immer noch nicht, was da geschrieben steht. Ich hatte keine Gelegenheit, sie jetzt zu Ende zu lesen. Nicht, dass ich deinen Gedankengang unterbrechen möchte, aber ich frage mich, ob dir klar geworden ist, woher dieser Telefonanruf kommt. Hä? Woher soll ich das wissen? Denk zurück. Bevor du geholfen hast, ihr Schicksal zu ändern, war da nicht auch ein Anruf um diese Zeit? Oh ja. Der Anruf. Genau, oder anders gesagt, in just diesem Moment ist an der anderen Ende der Leitung der Schuldige, der deinen Auftrag im Mord gegeben hat. Was? Ich schlage vor, dass du jetzt von diesem Telefon Besitz ergreifst. Wenn du das getan hast, erzähle ich dir mehr über deine weiteren Geistertricks. Ja, geh mal halt mal ins Telefon. Und da sehe ich es, am anderen Ende der Leitung. Das Gesicht eines Mannes, der meinen Tod befohlen hat. Ist alles erledigt? Sag schon, Mann, hast du sie erwischt? Wer ist da? Ich bitte tausendmal um Verzeihung, werte Dame. Ich habe mich wohl verwählt. Wer auch immer der Typ ist. Das ist ja also der Mann, der mir das Leben gestohlen hat. Genau, also was meinst du? Willst du ihn besuchen? Darauf kannst du Gift nehmen. Dann solltest du mir jetzt ganz genau zuhören. Wir Geister existieren, indem wir Besitz von unbelebten Dingen anderer ergreifen. Aber wir können uns auch über große Entfernungen hinweg von einem Ort zum anderen bewegen. Wie das? Die Toten können von Punkt A nach Punkt B springen, indem sie sich über Telefonleitungen bewegen. Das ist ja praktisch. Wie bitte? Ich habe alles in einer Macht Stehende getan, um dir zu helfen. Den Rest musst du alleine schaffen. Du kommst nicht mit? Leider nein. Meine Kräfte werden schwächer.
Ich habe meine Kraft schon fast aufgebraucht, um heute Nacht hierher zu kommen. Aber ich musste kommen. Ich muss nämlich um deine Hilfe bitten. Mich um Hilfe? Viele merkwürdige Dinge werden heute Nacht in dieser Stadt geschehen. Ich vertraue darauf, dass du ihnen auf den Grund gehst und die Wahrheit herausfindest. Du bist der Einzige, der es schaffen kann. Ich möchte, dass du die Kräfte der Toten nutzt, um die Wahrheit zu finden. Ich bin dir dankbar für alles, aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich helfen kann. Morgen früh höre ich auf zu existieren, also habe ich nicht viel Zeit. Ich muss mein eigenes Rätsel lösen und die Wahrheit über mich herausfinden. Das reicht schon vollkommen. Hä? Wenn du das schaffst, hast du genau das getan, worum ich dich gebeten habe. Es ist das Gleiche. Das Gleiche? Diese Schreibtischlampe weiß viel mehr, als sie mir sagt. Nun gut. Durch den Anruf des Schuldigen hast du seine Telefonnummer. Der Rest liegt nun an dir. Sys 1729. Sollen wir da mal hingehen? Kann ich das jetzt auswählen? Machen wir das. So beginnt die Suche nach mir selbst, die nur eine Nacht dauern kann, denn morgen früh höre ich auf zu existieren und komischerweise macht mir das gar nichts aus. Ich muss allen Antworten finden, bevor die Sonne aufgeht. Warum wurde ich getötet und was wird heute Nacht in dieser Stadt geschehen? Naja, komm, speichern können wir ruhig mal. Und natürlich Spiel fortsetzen. Was für eine Frage. Kapitel 2, 19.31 Uhr, 7.31 PM. Wer bin ich? Warum wurde ich getötet? Der Einzige, der mir diese Frage beantworten kann, ist der Mann, der meinen Mord befohlen hat. Am anderen Ende der Leitung ist der Mann, der mich töten ließ. Unser Treffen. Es geht alles so schnell. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dafür bereit bin. Ja, also wenn das stimmt, was hier in der Akte steht, könnte uns diese Frau eine ganze Menge Ärger machen. Wir müssen sie beseitigen, noch heute Nacht. Verdammter kurzsichtiger Jago. Sein Können ist so erbärmlich wie sein Augenlicht. Keine Sorge, Boss. Ich habe den nächsten Schritt bereits in die Wege geleitet. ja. Aber das Letzte, was ich erwartet hatte, war, mit dem Ziel selbst zu sprechen. Wenn auch nur per Telefon. Zugegeben, für einen Moment bin ich ganz schön aus dem Konzept gekommen. Was ist das für ein Ort? Diese komischen, luxuriösen Möbel. Diese komische, feine Musik. Und diese komische, kleine Maschine. So ein Zimmer habe ich noch nie gesehen. Aber eins ist sicher. Diese Leute sind Auftragsmörder. Und noch viel schlimmer. Die rothaarige Frau ist eins ihrer Ziele. Die sagte, die der alte Mann da hat. Vielleicht finde ich darin mehr Informationen über meinen Rotschopf. Gut, schauen wir doch mal, ob wir irgendwie in die Akte reinkommen. Anscheinend nicht. Einfach mal Trick drücken. Diese Akte scheint Informationen über den Rotschopf zu halten. Ja. Also müssen wir zusehen, dass die offen ist, die Akte. Lieber Himmel, hast du das gesehen? Die Akte hat sich umgedreht und nach mir geschnappt. Sie hat mir ja beinahe den Kopf abgebissen. Keine Sorge, Boss. Ich habe schon dafür gesorgt, dass Fräulein Lin keine Bedrohung mehr darstellt. Ah, davon rede ich nicht, Mann. Lin also. Das muss ihr Name sein. Aber diese Akte. Sie scheint in einer fremden Sprache geschrieben zu sein. Ich kann sie nicht lesen. Darf ich vorschlagen, dass Sie die Akte weglegen und sich entspannen, Boss? Gott, was ist denn hier los, ey? Sie haben heute noch einen wichtigen Auftrag vor sich. Gut. Was gibt's jetzt hier zu tun? Verdammt. Das ist ungünstig. Das Telefon und ich wurden einfach weggepackt. Und alles, was ich erfahren habe, ist der Name Lin. Was für ein komisches Zimmer das hier ist. Ich bin über die Telefonleitung hergereist, aber wo genau ist hier? Und wer genau sind diese Leute? Schauen wir mal in die Unterlagen, ob wir da irgendwas rausfinden.
neue Infos. Ja, über uns. Über die Frau. Das ist Ray. Jago, der dürfte ja nicht mehr sein. Der Schurke mit dem Brauen. Der Maskierte, das maskierte Muskelpaket. Mehr wissen wir noch nicht. Telefonbuch sind die zwei Nummern, die wir haben. Einmal über den Schrottplatz. Und einmal über diesen Luxus-Salon. Gut, schauen wir mal, was wir so für Unsinn anstellen können. In der Lampe können wir nichts machen. Den Projektor, den könnten wir mal bedienen. Machen wir halt einfach mal. Himmel, verdammt! Willst du, dass ich Warnverstellung bekomme? Tut mir leid, Boss, aber ich habe nichts gehört, angehört. Die Ausrüstung scheint immer noch nicht richtig zu funktionieren, Boss. Ah, diese ganze Technologie ist zwar schön, eine feine Sache, aber irgendwie ist sie schon ein bisschen nun daneben. Naja, jedenfalls, ich will dieses Gesicht unseres aktuellen Ziels nicht mehr sehen, mein Bester. Wie Sie wünschen, Boss. Darf ich dann einen Vorschlag machen? Hey, das ist... ja, Sissel. Wenn unser Deal heute Nacht glatt geht, haben wir die Macht, die Welt zu verändern. Ja, eine sehr wichtige Nacht. In der Tat, mein Bester. Wir können uns keine Fehler erlauben. Und darum können wir diesen Sissel nicht vertrauen. Nein, wir müssen sehr vorsichtig sein. Na, stecken wir mit denen irgendwie unter einer Decke oder was? Sissel, das muss mein Name sein. Ja, da ich ihn höre, klingt er mir vertraut. Ein Deal also, warum dreht es sich dabei? Was genau hatte ich bloß vor? So bediene ich meinen Computer meistens auch. Wir sind bestens für heute Nacht vorbereitet. Ja. Das sagt er eigentlich mit jedem Satz am Anfang. Ja? Jetzt müssen wir nur noch die Früchte unseres Erfolgs ernten. Uah. Eines ist klar. Oder sage ich das wieder? Alles ist klar. Eines ist klar. Diese Schurken scheinen mich zu kennen. Und noch was. Es scheint eine Verbindung zwischen mir und dieser Lin zu geben. Warum sonst würden wir hier unseren Namen im gleichen Atemzug fallen? Man weiß es nicht. Aber Projekte bedienen bringt nicht allzu viel. Oder ist natürlich wieder der... Genau in dem Moment... Moment, das probieren wir mal aus. Ich probiere mal eben den Trick. Und dann kann ich da rein. So, die Frage, was mir das bringt. Jetzt sind wir im Gemälde drin. Wo ist dein Kopf, Mann? Ich habe doch gesagt, ich will das Gesicht jetzt nicht sehen. Tut mir leid, Boss, aber es scheint wieder eine Fehlfunktion zu geben. Nun, dann repariere es, bevor ich hier gleich eine Fehlfunktion bekomme. Natürlich, Boss. Jetzt kann ich im Moment nichts machen. Diese Typen haben mich ermordet und jetzt jagen sie die Rothaarige. Was für eine Art von Verbindung hatten wir bloß? Hat er was zu erzählen? Dieses Zimmer macht mir Gänsehaut, mein Bester. Diese sich drehenden Bilder und das, was nicht alles. Das erschreckt selbst den stärksten Mann. Verzeihung, Boss, das Zimmer wurde erst vor kurzem fertiggestellt. Wir sind noch dabei, die Macken zu beheben. Ja. Ich hoffe, dass das alles ist, was hier nicht stimmt. Himmel, wie soll ich mich denn hier entspannen und meine Trauben genießen? Schlimm, schlimm. Können wir in die Früchte reingehen? Können leider nichts mit den Früchten machen, schade. Dann kann ich hier rüber. In das Bedienungselement. Jämmerlich, wenn schon ein Telefon mich erschreckt, das nicht einmal klingelt. Ja komm, geh ran. Gleich zweimal vom selben Telefon erschreckt zu werden, ist noch viel jämmerlicher. Bah! Das Problem muss behoben werden, Boss. Das Fräulein Lin-Problem, Boss. Was, Lin? Ja. Hast du nicht gerade vom nächsten Schritt gesprochen, mein Bester? Ja, Boss. Ich habe einen Schritt voraus Tango zu ihrer Wohnung geschickt. Ein Schritt voraus, Tango. Achso, der nächste Bösewicht wahrscheinlich. Dieser Anruf muss eine Meldung gewesen sein, Boss. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann müssen wir in das Telefon rein. Lin ist wieder in Gefahr.
damit wir zu ihr können. Ist doch wohl logisch. Hier ist ein Schritt voraus, Tengo. Ich bin jetzt in der Wohnung des Ziels. Und raus damit, Mann! Ist sie erledigt? Nein, sie ist noch nicht zurück. Was? Das hat schon seine Richtigkeit. Wenn das Ziel zuerst hier wäre, würde man mich dann einen Schritt voraus, Tengo, nennen? Wie auch immer, Mann. Aber wenn du sie erledigt hast... Werde ich zum Oberkiller befördert? Ah, nein, Mann! Jetzt bist du sogar mir einen Schritt voraus. Wir können dann nachher nochmal über mein neues Gehalt reden. Meine Güte! Jetzt bist du sogar einen letzten Schritt voraus, einen Schritt voraus. Was? Deinen letzten Schritt einen Schritt voraus? Ach so. Ich gehe jetzt wieder an die Arbeit, Boss. Verdammt! Es war mir sogar beim Auflegen einen Schritt voraus. Ja, ist gut. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo sie wohnt und wir können über die Telefonleitung dahin. Was hat er gesagt, Boss? Er wollte eine Gehaltserhöhung. Und was werden Sie tun, Boss? Vielleicht gebe ich ihm etwas von Jacobs Lohn ab. Lynn, ich darf sie nicht verlieren. Sie ist meine einzige Spur zur Lösung meines Rätsels. Ja, dann lass uns doch mal... Wenn wir schon da sind, dann lass uns doch los. Zu Lynns Wohnung.